Ich glaube, man erkennt es recht deutlich. Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Und ihr seht es schon, wir sind mal wieder an einem Spot angekommen, wo wir schon mal gewesen sind. Doch heute haben wir etwas anderes vor, dazu aber gleich mehr. Mit dabei ist nämlich der wunderbare John von Maskottchen und Co. Und ist da unten schon fleißig am Fischen, weil er unbedingt den ersten besten Fund hier finden will. Aber wir, Freunde, haben uns anders ausgerüstet. Und zwar mit Gartencrocs und einer kurzen Hose und keinen Socken. Das bedeutet, wir gehen ins Wasser. Das Ding ist relativ flach und er ist schon, oh nein, er hat schon was. Ich bin jetzt schon sauer. Und das hier ist, ich muss gleich erstmal zeigen, ganz kurz. Das hier ist das Ding, womit wir fischen werden. Der lange Jan, so heißt das Teil, findet ihr auch beim Pitbeuter Detector Shop unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann ist hier vorne der, ich glaube, Easy Exclusive Magnet dran. Ganz toller Magnet. Damit werden wir jetzt hier ganz entspannt fischen. Er hat schon was gefunden, was interessant sein könnte. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall gleich anschauen. Schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei, da seht ihr dann sämtliche schöne Bilder vor, ja. Und auf dem Lifestyle-Kanal auch vorbeischauen. Alles unten verlinkt, ich will nicht lange drum herum schnacken, wir starten rein, let's go. Okay, brauche nur einen guten Stand da unten. Auf die Plätze. Fertig. Oh. Ja, war ganz simpel. So, das erste Mal fischen am, wie sagt man, am eigenen Leibe. So direkt. Also im Grunde das, was der Magnet auch macht. Nice! Ja, ich muss halt ein bisschen lauter mit euch reden, weil Tobi wird natürlich erstmal so einfach nicht ins Wasser. Ich habe für ihn die Warthose mit dabei, wenn wir nachher einen besseren Einstieg haben, hole ich ihn auch mit rein. So, das komplette Konstrukt hier ist unser erster Fund. Das ist halt eigentlich nur relativ eklig, aber hier hängt etwas dran. Und zwar eine Sunglass. Sehr, sehr cool. Ja, keine besondere Marke oder irgendwas. Ist einfach nur cool. Ja, haben wir gefunden. Wunderbar. Ansonsten hier. Ja. Ekelhaft. Aber es ist tatsächlich ja auch deutlich rückenentlastender, wenn man das hier alles so einfach aus dem Wasser nehmen kann. Da muss man es nicht immer so hochziehen, so doll. Mit dem Magneten halt. Ja, wir machen weiter. Ich dachte es tatsächlich auch, Nils. Gebe ich mal an Tobi weiter, dass er mal auch das filmen kann. Ja, wir haben natürlich ein tolles Magazin. Was meinst du, von welcher Waffe das sein könnte? MG? Schönes MG, geil. Echt, ja? Oh, warte, ich suche das MG kurz, warte. Ist das fett? Das ist echt cool. Oh, ich hätte schon gern eigentlich mal einen Barbarian unten dran, wie geil wäre das denn? Was? Mein Barbarian unten dran am Stab. So, Freunde. Ich glaube, man erkennt es recht deutlich. Das ist wieder mal. Alter! Das ist, ich glaube, der größte. Warte mal. Oh. Alter Vater. Ist das ein Brett? Das kannst du ja keinem erzählen. Guck doch mal, wie riesig dieses Teil ist. Das ist auch kein Revolver. Doch, ist ein Revolver. Guck doch mal, wie riesig die Trommel ist. Alter. Das ist ja mal krass. Alter Vater. Wir haben von Anker nochmal etwas Wunderbares gestellt bekommen. Das ist in der aktuellen Zeit vielleicht sogar eine coole Sache, um vielleicht ein bisschen Geld zu sparen. Man könnte vielleicht an der Stelle Strom etwas sparen. Ihr habt ja schon gesehen, wir haben das Powerhouse hier schon mal beworben, denn es ist ein unfassbar geiles Teil, was wir auch dann beim Camping mit dabei gehabt hatten, mit 1200 Kilowattstunden und allem drum und dran. Ihr seht schon, ich habe hier was Wunderbares aufgebaut. Wir haben hier nämlich jetzt 3x100 Watt Solarplatten bekommen.
die sozusagen insgesamt dann 300 Watt erreichen. Die sind in Reihe geschalten und dann hier mit einem einzigen kleinen Steckerchen können wir das ganze Ding dann an das wunderbare Powerhouse ranstecken und zack! Und erzeugen dann bei den besten Wetterverhältnissen 300 Watt. Und das ist der unfassbar krasseste Wahnsinn. Wir können die Dinger auch einzeln anschließen, also wir müssen nicht unbedingt alle drei jetzt so aufstellen. Aber es ist eine geile Sache. Ich habe hier einfach mal so just for fun mal so ein ganzes System-Setup aufgebaut gehabt, um einfach mal zu schauen, ein bisschen zu testen, wie das Ganze hier läuft. Das Powerhouse hat sozusagen jetzt mehr Input als Output, obwohl hier drei Geräte dranhängen und arbeiten. Das heißt, tagsüber habt ihr sozusagen gar keinen Stromverbrauch. Einfach gar keinen. Ihr arbeitet komplett mit der Sonnenenergie und das ist der absolute Wahnsinn, denn das Feature dazu ist natürlich auch, das ganze Zeug ist mobil. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie dann sozusagen eine so eine Solarplatte aussieht. Natürlich ist, denkt man jetzt hier so drei so eine Dinger viel zu groß und viel zu unhandlich, aber hier einfach den Einstecker abgezogen, Tasche zugemacht, dann das ran, so zugeklappt, zugeklappt und das ist eine Solarplatte. Einfach geil, nicht besonders schwer, kann man ganz easy so durch die Gegend tragen und dann hat man alle drei mit dabei. Nehmen nicht viel Platz weg, kann man schön irgendwo mit hinstellen, ist jetzt auch nicht viel größer als die Powerbank selber und finde ich einfach eine unfassbar geile Sache, einfach nochmal ein gutes Gadget, um dieses Powerhouse einfach zum noch krasseren Powerhouse zu machen, als es doch eh schon ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr unten in der Videobeschreibung mal in den Link schaut, da könnt ihr auf jeden Fall dann dieses ganze Setup hier nochmal finden und wenn ihr Interesse daran habt, gerne auch. Ist unfassbar geil und ich stehe auch hinter dem, was ich hier bewerbe. Also ich habe das selber ausprobiert und ich finde das eine unfassbar geile Sache. Es funktioniert unfassbar gut. Dann mit dem Powerhouse, was sowieso ja schon die unfassbar krasseste Lebenszeit hat im Vergleich zu allen anderen Powerhousen. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal an Anker, dass ihr mir das hier zur Verfügung gestellt habt. Werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Reisen auf dem Lifestyle-Kanal auch sehen. Ist einfach eine unfassbar geile Sache und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem richtigen Video. Ja, das war auch ein kompletter Sichtfund, habe ich direkt gesehen von oben. Ein einfaches Cuttermesser, weil ohne Messer beenden wir logischerweise kein Video, ganz klar. Ups, und damit ist es auch schon wieder weg. Und jetzt haben wir es auch wieder. Ja, einfach ein Cuttermesser. Nicht so besonders, aber einfach so per Sichtfund ist das schon cool. Weiter geht's. Ah, okay, verstehe. Ich weiß, was es ist. Das hier wird eine Tüte mit Diebesgut in Form von Teilen vom Fahrrad sein. Glaube ich. So. So unheimlich schwer. Leider. Ja. Hier. Glaube ich, schütt das aus, oder? Ja. Ja, es sind einfach alles Fahrradteile. Ja. An sich nicht weiter besonders, aber interessant. Schon mal cool, aber eine Tüte und da drunter jetzt. Gleich liege ich. Jetzt geht's los, Freunde, sag ich euch. Jetzt geht's richtig los. So. Das war jetzt einfach ein Sichtfund. Ich habe nicht mit dem Magnet hochgeholt. Aber Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir haben hier einen Ring. Ich habe einen Ring gefunden. Okay? Hier. Und da ist die Krone von Rolex drauf. Ja. Da ist die originale Rolex-Krone drauf. Aber die haben doch keine Ringe, oder? Ist auch kein, ich glaube, kein Stempel in. Aber der ist innen sowieso ganz komisch verziert. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Versucht es mal ein bisschen irgendwie drauf zu kriegen. Aber der ist ganz komisch innen verziert. Sieht man ein bisschen? Ein bisschen, ja. Ja, interessanter Fund, cool, aber einfach die Rolex-Krone drauf. Cool, mach weiter geht's, meine ich. So, hier habe ich noch was Interessantes gefunden. Ich weiß nur leider nicht, was es ist, aber ihr könnt mir in die Kommentare schreiben und vielleicht erklären, was wir hier haben.
Keine Ahnung. Also irgendwie kann man das hier unten vielleicht irgendwo reinstecken und dann hast du da oben so ein Gedöns. Ich weiß es nicht. Kannst du ja gleich noch mal ein bisschen genauer filmen. Keine Ahnung. Wenn es das ist, das ist das magnetisch, ja. Sieht nämlich aus wie. Das wird sich vielleicht nicht bestätigen. Ja. Das habe ich gleich gesehen. Das ist ein Radio, Autoradio. Lag hier einfach so drin, hat man gleich erkannt. Das ist halt geil, man kann hier schön Sichtfund machen. Das ist nice. Hier haben wir noch eine wunderbare Bratpfanne. War nicht magnetisch, gar nicht. Aber hat man halt gesehen. Ganz cool. Guck, vielleicht haben wir hier sogar eine Marke drauf zu stehen. TCN ist so eine Elektropfanne für so eine Induktionsherden. Herddinger. Cool. Sogar ein relativ modernes Ding. Zack, die halbe. Aber es ist eine Hantel. Eine halbe Hantel. Was wird das gewesen sein? Boah, kann man schwer einschätzen, weil es nur die halbe ist, ne? 5 ich schätze, Kilo. Das wären 8 Kilo gewesen. Ja? Ja. Oh. Ja, 8 Kilo. Oh, was ist denn hier? Ne, ist nur ein Griff. Das ist Holz. Also, ich dachte erst ein Geschoss oder so mit Patrone. Aber nein. Oh, was ist das hier cooles? So eine Flasche mit interessantem Aufdruck. Keine Ahnung. Ein Königsberg. Aber das ist doch eine alte Flasche, oder? So sehen doch heutzutage. Wir brauchen einen Bierprofi, John. Achso, und dann hole ich gleich die Waffe daraus, okay? Die nehme ich dann gleich. Ja, mach ganz entspannt. Ich nehme die gleich dann. Wir gehen erstmal. John, komm mal kurz, ja? Also zum ersten. Also es wird sich lohnen, dass ich dich so jage. Du wirst auch erst denken, hä, was will der jetzt von mir? Lohnt sich gar nicht. Aber gleich. Erstmal die Frage, das ist doch ein altes Königsbergglas, oder? Ist doch total alt, oder? Sehen die heutzutage so aus? Nee. Königsberg steht unten dran. Ach, geil. Ist ein altes, ne? Ja. Ja, siehst du. Aber jetzt wird's geil. Nein. Ich habe euch einen Sichtfunk gemacht. Ein Sichtfunk? Es lag da einfach. Was ist denn das für ein Lauf? Oh, ist der so vergleichsweise lang? Ja. Und so dünn. Warte kurz, ich versuch's mal vorsichtig zu drehen. Ihr seht hier, der Griff, der hat noch Spuren. Und das ist ein richtig ordentliches Teil. Ach du Scheiße. Oh, John. Nee. Hier oben auch mit Visieraufstecker, also da wurde also so Visier auch, aber da kannst du ein Visier noch raufklicken, wahrscheinlich. Und das lag einfach da. Also das ist, also dieser Fluss ist völlig brutal. Auch noch nie gesehen. Wahnsinn, wa? Schreibt mal Kommentare, was das jetzt hier für ein ist. Aber wirklich, schreibt mir wirklich nie. Das ist also wirklich. Im Gegenzug zu dem ziemlich großen Revolver, den wir vorhin gefunden haben. Kommt hier der Mini One. Oh, der ist süß. Der ist süß. Der ist sehr süß. Vorsichtig natürlich trotzdem abmachen, ist ja immer noch eine Pistole. Und dann hier ablegen. Ja. Waffe Nummer 5 heute? Nee, 3. 3. Waffe Nummer 3 für heute. Im Fluss, wo es schon 36 gab oder so. Anne, komm. So, wie ist Mike? Er findet mehr mit zwei Magneten, beziehungsweise er findet was mit meinen Magneten für mich natürlich. Wir können ja ganz schnell ziehen. Wechsel auch, wenn ich das habe. Ah. Oh, nur eine Schraube. Komisches Ding gefunden. Und wir wollen wissen, was es ist. So wie oh. Boah, getunnelt einfach. Ja, ich weiß es nicht. Es sieht aus wie eine Glocke,
Aber es ist keine Glocke. Komisch. Komisch? Komisch. Komisch war ich. Was sagt John? Wir klopfen mal, oder? Vielleicht hören wir es erläutern. Lampe? Oh. Eine Glühbirne. Nee. Das sieht aus wie oben. Die Spitze? Ja, ist es. Das ist der Zünder von der Granate. Nein. Ja, guck mal, da oben siehst du es. Oh, schön. Ein schöner großer Bombensplitter. Da ist die wohl hier runtergekommen. Er hat den Bombensplitter und hier sieht man auch den Aufprall an der Seite, richtig schön eingedrückt und dabei ist es dann rausgesprungen. Wunderbar. Wir klopfen es weiter sauber. Ich spanne. Krass. Wollte man echt mal putzen. Cool. Man beachte Nils Hose und sein Einschätzungsvermögen bezüglich des Wasserstandes. Hey, man sieht das da nicht. Ich dachte, es geht nicht so tief und ich wollte unbedingt den Schritt noch wagen. Und dann zapp, zerab, ging's hinein. So, was haben wir hier? Einfach nur Long Stong. Ja, jo. Okay. So, hier habe ich wieder gute Hoffnung, wie du denn, Jonathan? Was hast du? Das ist ein Tablet, oder? Hier oben sieht es aus wie ein Tablet. Wo bloß? Ja, hier, da, direkt vor mir. Siehst du es? Oder? Ja, aber es ist kein Tablet. Kein Tablet? Oh. Nee. Oh. Aber von einem Laptop. Aber ich war nah dran, komm. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Zählt, ne? Komm. Und weiter geht's. Inzwischen ist er an Style nicht mehr zu überbieten. An was? Style. Ja. Aber jetzt den übelsten Style hier eingefahren. Aber wir wollen ja hier die richtige Tiefe erreichen können, ne? Komme ich mich mal mit meinem überfreshen Style mal zu euch gelatscht. Und zwar ist das, glaube ich, eine Musketenkugel. Die ist ja cool. Finden wir hier beim Magnetfischen auch. Aber meine Muskete? Wäre mal was. Eine Muskete wäre geil. Hier die Kugel. Lege ich euch hier hin. Und eine Muskete wäre auch mal was Geiles. Mal sehen, wir gucken mal. Also Nils dachte natürlich, jetzt handelt es sich hier mal wieder um eine sensationelle Waffe. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es einfach die Pistole für Silikon. Hinten wird die Silikonflasche eingespannt und dann zack, wird Silikon damit gespritzt. Wir sind noch fleißig am Weiterfischen. Haben jetzt schon echt gut Meter gemacht, auch schon ziemlich viel Zeug rausgeholt. Tütchen mit Inhalt. Mal gucken. Ja, ich glaube, ab hier wird es jetzt wieder spannend. So, mal wieder was für zwischendurch gefunden. Und zwar una Löffel y una Brot Messer. Cool, weiter geht's. Wie hier an einem Gebäude sind, was nun interessant beschossen wurde, würde ich sagen. Also unsere Vermutung ist, dass dieses Gebäude, was hier hinter mir ist, ordentlich unter Beschuss stand damals. Deswegen zum einen wahrscheinlich die Waffen hier überall drin liegen und zum anderen halt auch da Löcher sind und zum nächsten so eine Geschosse hier rauskommen. Die sind eigentlich nicht so richtige Tötungsgeschosse, oder? Sieht eher so, sieht komisch aus, ne? Weil die nicht so richtig spitz sind. Auf jeden Fall. Übrigens auch per Sicht gefunden, das Ding. Und viel zu sauber und viel zu... Nochmal eine alte Flasche. Ja, ich filme ja auch. Ist doch völlig in Ordnung, dass Tobi sagt, dass es eine Geldkassette ist. Ich von dort aber, komme, sage, es ist ein, aber eine von Steinplatte. Hier. Und ich jetzt dem rechten Gedings wurde, dass es eine offene Geldkassette ist. Ah, siehst du? Okay. Dieses Mal ist der Unterschied, dass wir daneben gucken können, ob da was noch liegt. Das werde ich gleich nochmal per Sicht machen. Naja, aber werde ich diese Geldkassette auswaschen.
sah tatsächlich von der Seite für mich aus wie ein Stein, so eine Steinplatte. Aber Tobi hat recht. Geld passiert. Der Profi. Hier liegt aber nichts weiter leider drin. Interessantes. Soll ich euch den Tresor auch gleich hochgeben? John? Soll ich euch den Tresor auch gleich hochgeben? Oder? Und? Kissen hoch? Na, brauchst du Hilfe. Mal gucken. Werden wir erstmal auswählen. Wenn der Magnet leer wäre, könnte ich dir zuhelfen. Aber das ist nicht so. Das Problem ist, der Schlamm will nicht raus. Perfekt. Oh. Gut. So hätten wir also auch. Schweres Teil. Aber leer. Und selbstverständlich leer. Wie immer. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit Fußball aus, ist auch nicht so ganz mein Punkt. Aber ich weiß, dass die drei Spieler hier auf dieser Keramiktasse auf jeden Fall in unserer deutschen Mannschaft spielen oder gespielt haben. Wir sind sie, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ihr könnt mich da besser aufklären. Deswegen schätze ich irgendwie, ist es vielleicht von der WM 2014 oder so. Ein exklusiver Keramikbecher. Ganz cool. Der ist komplett im guten Zustand und ist halt aus Keramik. Wie cool. Mit Unterschrift. Auf natürlichen Lichtschutz. Schön, das war richtig gut, ja. Das war sogar ich, ne? Oder war er das? Na gut, weiter geht's. Ganz cooler Fund. Ziemlich fetten Maulschlüssel. Nach etwas längerer Zeit mal wieder der einzige Fund, den man irgendwie erkennt. Der Rest ist Schrott. Aber wir gehen jetzt nochmal ein Stück nach da vorne und da könnte es nochmal spannend werden. Schaut mal da ganz hinten. Ganz klein. Stampft Nils durchs Wasser. Dass die Brücke wohl schon hunderte Male runtergeworfen haben. Und jetzt läuft er da. In der Hoffnung noch was zu finden. John kann klein, aber ich kann kleiner. Also egal, ob sie echt ist oder nicht, aber wenn jemand mit so einer Waffe vor mir stehen würde, ich würde ihn nicht ernst nehmen. Also sie ist halt echt trotzdem recht schwer, aber die ist halt einfach mini klein. Und wenn er hier mal den Vergleich macht, John hat schon einen Mini-Revolver rausgeholt, aber what is that? Ein kleines Mini. Ein kleines Mini. Und wir haben... Das wäre dann Pistole Nummer 7 heute. Pistole Nummer 7. Wir kommen zu den letzten interessanten Punkten. So, Freund. Hast du Film? Ich hab Film. Also, die Frage, was ist diese? Oh, oh. Stange. Ja, aber irgendwas komisches da oben dran. Sieht aus wie so eine, wie heißt die Dinger vom Angeln, so eine Pose. Stimmt. Das ist eigentlich mal eine Pose, nicht in der Regel nicht mit Stahl ist. Tobi. Da zieht er seinen Magneten. Diese dreckige. Hä? So eine Turbo, eine. Jetzt gucken wir mal, was ich nach meiner Turbo-Aktion alles mit mir gebracht habe. Zum einen habe ich einmal eine echt beschissene Stange. Zum anderen habe ich einmal ein echt uninteressantes Schloss. Zum weiteren ein echt uninteressantes Stück Nichts. Dann noch ein Stück Nichts. Weitere Nichts-Stücke. Noch ein Schloss. Das war die Ausbeute aus ungefähr
dem Maximum an Energie, die man verbrauchen konnte beim Magnetfischen. Guck mal, oh ne, doch keine alte Cola-Flasche. Das sind coole alte Flaschen dabei. Guten Morgen. Oui. Cool. So Freunde, zu einem interessanten Fund wird es wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber das ist auch nicht schlimm. Das hier ist nämlich jetzt unser letzter Magnet für heute. Ist nochmal ein bisschen Müll mit dabei. Bisschen Schrott, bisschen dies, bisschen das. War unfassbar krass, was wir heute alles rausgeholt haben auf jeden Fall. Das kann ich nicht sagen. Ist das was Cooles, John? Nee, ne? Ja, weiß ich nicht. Was nicht so Cooles, glaube ich. Ja, ansonsten würde ich sagen, komme ich hier gleich mal wieder hoch und dann werden wir zum Ende kommen. Wurde ja, oh, wird ja auch wieder Zeit. Ich will noch mal kurz gucken, was das ist. Nicht mein Gesicht. Okay. Wunderbar, wunderbar. War krass, war ein krasser Tag heute auf jeden Fall. Werden wir in Zukunft noch öfter machen, einfach durch den Fluss zu laufen. Ach, schön. Ach, das war jetzt, also das war jetzt wirklich nicht wild. Bisschen zu doll erwischt. Na gut, ich komme hoch und dann wollen wir zusammen. Oh warte, stopp! Stopp! Alter, war das ein knapp. Ein lustiger Sichtfund kommt noch. Schnelle Brille. Schnelle Brille und wir sind im Modus. Die ist ja turboschnell. Die gibt richtig Gas, die Brille. Oh, geil. Cool. Schön, jetzt können wir aufhören. Oh, gar nicht so schlecht. Hätte ich schlimmer erwartet, ehrlich gesagt. Die Aktion. Da bin ich auch schon wieder vorne. Back on the street. So, ganze Rest kommt jetzt oben in den Anhänger rein. Und dann sind wir fertig für heute. Machen wir gleich die Abmoderation. So, Freunde, das war's auch schon wieder von diesem wunderbaren Video heute. Heute mal ein bisschen anderes Magnetfischen. Wir haben nicht von der Seite gefischt, beziehungsweise doch, John von Moskatschi & Co. hat natürlich von der Seite gefischt. Deren Sicht seht ihr natürlich auf deren YouTube-Kanal. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich aber war im Fluss gewesen und habe mit dem Langjan und nebenbei dann auch zwischendurch mal mit meinem Bavarian noch ein bisschen im Wasser drin gefischt, indem ich da durchlaufe. War ziemlich geil, wir haben ein paar Sachen schön Sicht gefunden, war eine unglaublich geile Erfahrung und will ich auch öfter machen, ist einfach geil gewesen. Kann man im Winter im Grunde auch machen, wenn man eine Warthose anhat, also könnte man es witterungsbedingt eigentlich immer machen. Und wir haben auch eine Warthose zur Not. Heute ist es eigentlich entspannt gewesen, weil wir keine Warthose brauchten, aber ist ja auch nicht so schlimm. War trotzdem unfassbar geil, der Langjan hängt jetzt hier wieder an der Seite fest. Und ihr könnt ja auch mal ganz kurz hier reinschauen. Das ist die Ausbeute gewesen. Ist eine ganze Menge auf jeden Fall zusammengekommen. Ja, ansonsten hier. Das ist halt von den krassen Funden rausgekommen. Hier meine kleinste Waffe, hier mein Riesending und das Teil. Unfassbar krasse Funde gewesen auf jeden Fall. Die kommen jetzt aber natürlich zur Polizei, beziehungsweise die Polizei wird das in wenigen Minuten hoffentlich, sofern sie sich beeilen, abholen. Und ja, wir düsen dann auch direkt nach Hause. Denn, ja, war einfach ein unfassbar geiler Tag. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Däumchen nach oben. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Lasst auch ein Abo bei Moskatschi & Co. da. Schaut auf unserem Instagram vorbei. Da werden wir wieder wunderbare Fotos hochladen, die ein bisschen qualitativ hochwertiger sind. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Schaut auf dem Lifestyle-Kanal vorbei. Da haben wir auch Videos noch hochgeladen. Müssen auch noch geguckt werden. Und der neue Instagram-Kanal auch noch. Freunde, schaut vorbei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Das war's von mir und Tobi, der hinter der Kamera steht. Und John, der heute natürlich auch fleißig mitgefischt hat. Und tschüss.